So, und nun geht's weiter mit Mario und Luigi Paper Jam Bros. So, was passt? Oh, ich würde gerne hier lang. Was ist denn hier? Gehehe. Jetzt wird ein für alle Mal abgerechnet. Oh, da, die stampfe ich zu Brei. Begrüß mit mir den schrägsten Kartonkoloss aller Zeiten. Schrecklicher Haar. Wie ihn nicht hingekriegt. Naja, das ist schrecklich genug, verstanden? Seht ihr nur mal die Zähne an. Und vielleicht können wir beim nächsten Modell noch eine Schippe Schrecklichkeit drauflegen. Außerdem ist Aussehen nicht alles. Dieser Kartonkoloss ist obendrein schnellwendig und gnadenlos. Das ist echt schade. Was ist echt schade? Echt schade, dass wir den Kartonkoloss gar nicht brauchen, um diese Jungs fertig zu machen. Stimmt, wäre viel lustiger, wenn sie einen eigenen hätten, den wir kaputt machen könnten. Das wäre so lustig. Wow, ich sehe ihn schon vor mir. Ja, ich auch. Nein, ich sage, die haben einen Kartonkoloss. Wow. Los geht's, Jungs. Zeigen wir denen, was das Teil hier so drauf hat. Wow. Der den auf einmal her. Ich habe ihn gebastelt. Aber wie schließlich bist du in Bowsers Festung höchstpersönlicher. In Bowsers höchstpersönlicher Festung. Haben wir nicht jede Menge Wachen und so? Wo genau hast du das Ding denn gebastelt? Da drüben. Aber wann? Gerade eben. Deine Antworten beantworten rein gar nichts. Genau das nervt gewaltig. Obwohl, das wäre doch ein super Testgegner für unseren Kartonkoloss. Habt ihr das gehört, Jungs? Auf in den Kampf. Wer nimmt die nur diese Zuversicht her? Das bringt mich noch mehr auf die Palme.
Kartonkoloss Yoshi. Drücke nach einem Sprungwurf A, während du noch in der Luft bist, um eine Stampfattacke auszuführen. Setze Stampfattacken ein, um Scheiter zu betätigen oder einen Gegner zu betäuben, wenn du in ihrer unmittelbaren Nähe landest. Während eines Sprintes kannst du mit der Zunge von Kartonkoloss Yoshi nach Gegnern und Items greifen. Nähere dich knochentrocken und vollführe eine Stampfattacke. Besonders praktisch ist die Zunge, wenn du es mit fliegenden Gegnern zu tun hast. Wow. Das besorgt der Stern. Ich kann einfach alle Gegner zerstören.
Ich finde ja. Hm. Gut, kann weitergehen. Nein, 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 nein. Dunkelos sieht aus wie König Buhu. Kartunkulos König Buhu. Tatsächlich.
Jetzt reicht Schluss mit lustig. Hurra, seid wie Verstärkung. Das war ganz ordentlich, so ordentlich, dass wir hier wie dich jetzt leider entführen müssen. Geh, viel Glück beim Kartonkoloss bastend ohne Eva, euer heißgeliebten Toadette. Ihr könnt ja in der Zwischenzeit ein bisschen heulen, während wir den ultimativen Koloss zusammenbasteln. Unsere Vision, Kraft und Eleganz, Brutalität und Anspruch. Der allerbeste daran wird sein, dass er viel besser sein wird als der, den ihr gar nicht habt. Gehehehe. Denkt darüber mal nach. Gehehe. Mario, Hilfe! Und speichern. Kartonkoloss Buhu hat abgedankt. Der Kartonkoloss-König Buhu hat abgedankt. Die Prinzessinnen und Toadette möchten nun aus den Klauen der Bowser befreit werden. Ja, das wollen die.
So, dann würde ich sagen, geht's im nächsten Part weiter. Mit Mario Luigi Paper Jam Bros. Bis dann, ciao.